Ausländische Beobachter sehen Deutschland wirtschaftlich schwächeln und zweifeln an der Leistungsbereitschaft der Bevölkerung. Der Spitzname »Kranker Mann Europas« erhält neues Gewicht, während die Agenda 2010 von Gerhard Schröder als Vergangenheit gilt. Die Regierungszeit von Angela Merkel und der aktuellen Ampelkoalition gilt vielen als eine Ära verpasster Chancen. Sowohl der Economist als auch OECD und IWF attestieren Deutschland wirtschaftliche Stagnation und stellen die Fähigkeit der Regierung, effektiv zu handeln, in Frage. Mit einem prognostizierten Wachstum von lediglich 0,2% fällt Deutschland hinter die anderen G7-Nationen zurück, während die USA ein Wachstum von 2,6% erwarten. Auch die geleisteten Arbeitsstunden liegen unter dem EU-Durchschnitt. Das Sich-Einschränken und sparsame Wirtschaften habe noch nie gewirkt und nütze auch heute nichts, meint die britische Financial Times. Und auch die New Yorker Wirtschaftsagentur Bloomberg vertritt einen ähnlichen Standpunkt. Internationale Kritik trifft auch den Atomausstieg, man spricht von einem spektakulären Eigentor. Deutsche Unternehmen wie BASF suchten Alternativen und verlagerten Investitionen vermehrt ins Ausland. China bewundere weiterhin deutsche Ingenieurkunst, verfolge aber eine Strategie der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Kanzler Scholz steht international in der Kritik, da er außenpolitisch überfordert sei, so Politologe Ulrich Speck. Indes spottet die New York Times, dass die Schwarzwälder Kirschtorte weltweit Erfolge feiere und den Ruf Deutschlands unterstützen könne.